Was darf man denn jetzt essen? Ich weiß, dass du eine Folie vorbereitet hast und ich möchte dich zwingen, die zu zeigen. Einverstanden. Die Tabelle habe ich mir aus verschiedenen Büchern zusammengetragen und zwar das Wichtigste dabei war, welche Arten von Mahlzeiten haben eine sehr niedrige Kalorienanzahl und führen dazu, dass ich genügend Ballaststoffe im Körper habe, dass ich wenig Hunger kriege. Und die einfachste Art, sich das zu merken, die Note Nummer 1, also die beste Note, ist dunkelgrüne Blattgemüse. Also alles, was Kohl, Grünkohl, Mangold und so etwas ist. Die zweitbessere Sache muss nicht sein, kann man machen. Grünes Gemüse, also alles, was ein bisschen grün ist, kann man auch zu sich nehmen. Und nach unten hin macht dieses hier erst, wenn ihr wirklich mit der Diät durch seid. Dann könnt ihr anfangen, auch drei und vielleicht auch unten die Früchte zu nehmen. Denn das sind die Sachen, die dann auch gesund sind, wo dann auch Sachen drin sind, also Vitamine drin sind, die man noch sich sonst wo holen kann. Auch viel Proteine in Soja und so ein Kram mit drin sind.